du häslige Mensch. Du bist ganz häslig. Ich kann in dich reingucken, dann bist du blond. Bist du nur da? Stegi ist wieder tot. Schnüffel ihn. Stegi? Stegi! Stegi! Ich glaube, Stegi ist weg, Leute. Oh mein Gott. Stegi. Stegi! Geht jetzt los. Ich fange an in 3. Ich bin da. Bonjour, meine Freunde der leichten und seichten Unterhaltung. Wir spielen mal wieder eine Runde Mario Party. Heute, weil ihr euch das so sehr gewünscht habt unter der letzten Folge, natürlich nicht mit Stegi, sondern mit Tim. Hi, Tim. Hallo, ich bin der Tim. Ich bin Server. Wie bist du denn? Programmiere ich. Bungee Cords. Nein, ich hab vergessen zu würfeln. Was hast du gewürfelt? 3. Ja, wir spielen eine neue liebliche Runde auf diesen neuen Maps in Mario Party. Das ist diese kleinere, das heißt, da gibt es noch ein Intensive Battle of Life from the Side. Aber es das guckt das erste Mal, dass ich die Map spiele, sieht cool aus. Mhm. Richtig cool aus. Ja, ne? Ich habe mal bei dir gesehen, dass du ein richtiger Boss im Würfeln bist. Gell? Ja, man braucht so einen Rhythmus, aber es kommt halt vom Stream. Aber ja. Zum Beispiel musst du dann ja auch hier bei der Map zum Beispiel, ist es super wichtig, auch die Minispiele zu gewinnen, weil die eben ein bisschen kürzer ist. Okay. Das macht das Ganze ein bisschen Spaß. What? Warum bin ich jetzt geschlagen worden? Bin einfach kurz davor einfach gehittet worden und zurückgesetzt worden bei dem Game. Okay. Das hatte ich noch nie. Direkt mein Lieblingsspiel. Ja. Richtig lustig. Weil ich nur, richtig doch, Stegi, du blöder Fake, Alter. Was ist denn los bei dir? Wie er wieder ausrastet, ey. Hauptsache erstmal unbeliebt machen bei der ganzen Menschenmasse, ne? Hauptsache erstmal unbeliebt machen. Ich hasse das Minispiel hier voll. Ja, man braucht auch einfach nur Glück am Anfang. Mehr ist es nicht. Karma. Karma ist eine Hure. Ah, nein. Oh, ich hab dich untergeschlagen, ich bin, oder? Ernsthaft? Ja. Ja. Ich schwöre dir, ich finde deine Familie und geh mit denen schick essen, Alter. Ich sag's dir nur einmal. Sag schon groß. Ja, mach ich. Bestell ich. Nur ein bisschen noch unangenehmer ist, sage ich so. Wissen die eigentlich, was ihr Sohn da im Internet macht? Ihr Sohn macht ganz komische Videos. Und dann sage ich dann auch so, und dann sagt deine Familie so, was ist denn falsch mit dem Jungen? Und dann sagst du, oh, das sind so meine Internetbekanntschaften, die ich da mache. Und dann sage ich so, ja, ich bin eine Internetbekanntschaft. Und dann gebe ich denen so eine extra Portion Nuggets aus oder so, Alter, und dann sind die richtig glücklich. Jetzt geht doch mal weg hier, ihr ganzen Arschlöcher, ey. Ich bin, glaube ich, 2. sogar. Dritter, ja, genau. So siehst du aus, Stegi. Du siehst ja auch schon wieder gehackt, ne? Oh, jetzt muss ich hier würfeln. Ja, jetzt halt mal kurz die Schnauze. Okay. Warte. Ah, nur eine 5. Scheiße, ey. 5! Oh, Scheiße. Aber ich hab mehr so glücklich gedrückt irgendwann. Aber wie alles so stolz wie Sex in den Chat. 6 würfeln, ja. Hex, Leute, mehr habt ihr nicht. Nein, ich wollte gerade schreiben. Jetzt hab ich vergessen. Eine 12, Alter. Was gibt bei den Pieps, ey? Er hat erstmal eine 16. Läuft bei denen auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall derbe im Mittelfeld. Alles ich nicht, nichts. Ich bin ganz vorne. Ach ja. Ich bin direkt hinter dir. Ich bin da auf dir, hallo. Bist du auf mir? Hi. Du bist, hallo. Ich bin hübscher, also ich bin grün. Ja, du bist auch von innen richtig hübsch. Du merkst immer wieder, dass deiner Familie erzähle. Ach, nur so Kackspiele. Na, Spleef, ey. Ich kann Spleef nicht. Ich versuche nur gegen dich zu spielen. Was wäre richtig gut ist in Spleef? Deine Mutter. Genau. Warte. Oh Gott, es leckt halt. Ja, megamäßig. Gerade am Anfang bei mir auch total. Komm noch her. Lol, hier steht Ich bin schon runtergefallen. Wie einfach einer nur stillstand, ey. Und nichts gemacht hat. Schau dir jetzt zu. Ich zeig dir jetzt erstmal meine Pro-Gamer-Tricks! Und okay. Schon bis runter. Nee, ist easy. Knapp. Ist easy. Jetzt bist runter. Nee. Alles gut, ey, ich kann das hier. Nein! Jetzt schießt er mir den. Was für Schweine. Was für Schweinekinder. Das sieht richtig cool aus, wenn du so wegrennst und hinter dir so die Schneebälle in deine Richtung fliegen und hinter dir die Blöcke alle weggehen. Würdest du da eine Montage zu machen? Ja, wenn du lieb fragst. Als 100.000er Special? Ja, ich glaube, da willst du, hast du Besseres vor. Nee, also ich kann es mir gerne in eine Montage machen. Eine Spleef-Montage? Ja, das wäre super. Das gab's doch noch nicht. Vielleicht ist das so das neue Ding. Vielleicht haben wir damit einen neuen Markt. Marktlücke! Lass uns lieber raussteigen, sonst machen das jetzt alle. Echt? Ich piep das einfach rüber. Und dann mache ich das wie bei Bergmann früher. Sag ich so, lass uns doch ein Ikea machen. Ja. Vor allem, ich weiß noch, wie er stolz war, als er in den TS gekommen ist. Das hat niemand gemerkt. Es hat niemand gemerkt. Ikea. Aber es war so richtig schlecht noch gesagt. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Das war echt geil. Ich weiß es noch. Es war so, Ikea. Wir haben,
Was war, irgendwas anderes war da noch. Ah, egal, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall sehr Ikea. Das war so cool, ey. Das hat halt echt niemand gemerkt. Ja, nee, es war ja auch super gemacht. Ikea. Mann, die sollen jetzt mal weiterspielen. Ja, das ist echt richtig scheiße, ne? Die stehen auch beide nur einfach auf dem Fleck und splieven sich so ein bisschen an, die kleinen Splasher, Alter. Wisst ihr, Leute? Es gibt Barricades, Leute. Barricades. Was passiert, wenn beide gewinnen? Keine Ahnung, dann müssen die ihren Eltern leider beichten, dass sie homosexuell geworden sind oder so. Keine Ahnung, was da passiert. Jetzt. Okay, schon. So, okay. Oh nein, ich hasse Würfel. Das ist schlimm. Ja, besonders, wenn man nur einer hat. Bei dem Modus ist echt tödlich. Gott. Eine 4, ich bin so ein Noob. Eine 1. Ja. Eine 4. Für was stehen meine Hungerbalken da, weißt du was? Nee, die sind einfach nur... damit du nicht sprinten kannst, glaube ich. Bin mir sicher. War wieder bei dir? Ah, nee, ich habe ja eine 4. Der ist noch vorne. Boah, der eine hat schon 24, Alter. Er cheatet. Er ist auch ein Pro-Gamer. Voll viele Leute, die so Namen haben, so XX, X Pro-Gamer, XX, irgendwie so. Die Leute, die sind auch echt die sich intensiv damit auseinandersetzen. Danke. Vielleicht ist es ja auch so, dass man direkt erkennt, wer hobbylos ist an dem. Ich habe das Gefühl, dass viele Zweitaccounts sind. Gerade diese ganzen MC-PvP, also diese PvP-Namen, sind halt 100%ig alles Zweitaccounts. Weil als du Minecraft gekauft hast, dann war das ja noch gar kein Thema. Überhaupt nicht, ne? PvP zu machen. Spielen wir das hier noch mit F5? Ja, gell? Ja, klar. Also kannst du auch in der First Person spielen, das ist halt extrem. Ja, das sieht man halt nicht. Schwer. Und Leertaste Spam, ne? Genau, Leertaste Spam. Und ich sprint auch immer noch dabei, weil ich auch immer das Gefühl habe, dass. Mach ich auch, ja, automatisch. Geht damit schneller, ja. Boah, der Typ geht ja richtig ab hier. Das hatte ich ja noch nie. Ah, Mr. Senpai. Oh, Mr. Soldat. Please don't. Gott. Ja, es ist halt so, bei dem alten Mario Party, ich weiß gar nicht mehr, welcher Server das war, da war das ja auch immer so, mega, oh, hi. Hab mich verschluckt, weil ich so aufgeregt war. Ah, Danger. Oh. Ungeschlagen. Probier dich zu verschlucken beim Pferderennen. Alter, was geht ab, ey? Ich glaube, ich bin Dritter. Ich weiß es aber nicht. Ich muss das Ding jetzt holen, dann muss ich mal dringlichst aufholen. Sonst ist Pro Gamer. Ich bin Zweiter! Okay. Es leckt. Oh Gott! Oh, Hilfe! Wir sind ineinander. Oh Gott! Wir sind nicht ineinander. Mist, das Plan ist sowas. Oh! Ja. Stege macht's noch! Was ist los? Wurde jetzt kurz spannend. Jetzt ist aber kurz konzentrieren angesagt, Alter. Jetzt Double Six. Ich eh wieder. Komm. Na, eine 5, ey, scheiße. Ich glaube, ich hab's raus. Du musst direkt, wenn's losgeht, würfeln eigentlich, gell? Ja, also ein bisschen, eine Sekunde warten. Ja, klar. Eine 6. Jetzt hab ich verpasst. Da, eine 5 und eine 6 läuft, okay. Ich hasse mein Leben. Jetzt müssen wir den Leuten erstmal sagen, dass ich hacke. Hacks. Hey, du bist echt weit vorne. Kannst du es noch gewinnen? Ja, locker. Wird knapp. Also, es ist halt, wie gesagt, eine spannende Map. Weil die eben nicht so lang. Ich hab mich wirklich verschluckt gerade, ey. Oh, fucky, ficky. Was müssen wir da jetzt machen? Was? Nehmt das Video als Anti-Hack-Video. Ja, das ist mein Anti-Hack-Video, Leute. Das ist auch nur noch ein reines Glücksspiel geworden hier. Das ist super, super schwer, ja. Also, da kannst du nichts mehr auch viel mit Skill machen. Das ist wirklich einfach nur. Wann du. Ja, aber letztendlich sind das alles ja. Noobs? Ja, alles Noobs, Leute. Weil du ja nicht weißt, wo der nächste Block sein könnte, sozusagen. Ja, klar, aber die haben ja jetzt diese Formation geändert, dass jetzt hier genau diese großen Felder kommen und dann eben diese Linien. Aber das ist doch für jeden gleich? Nee. Es kommt drauf an, wo du stehst. Das ist halt so krass. Also ja, manchmal sind es bei den Linien eben, das hier genau sowas, dass da eben die Farben total weit auseinander sind. Ach ja. Und da verrecken halt dann super viele, wenn es jetzt auf einmal so umschlägt. Jetzt gleich wird es ja von einem auf den anderen so richtig schnell. Ja. Oh Gott. Boah, da bin ich aber gerade genau im richtigen Moment gesprungen. Ja, keine Ahnung, Alter. Er muss einfach immer springen direkt, wenn das losgeht und dann gucken, dass er ungefähr in die richtige Richtung kommt. Nein! Das ist so krass, Alter. Jetzt bitte keine Linien. Die Farbe erkennen. Boah! Ja, 6, Alter. Okay, gut, alles easy. Wir kommen runter. Jetzt müssen wir uns nochmal konzentrieren. Jetzt könnte schon entscheidend werden. Oh Gott.
Immer wieder ja, nur eine 5. Scheiße, Sturmwaffel Hex, deine Mutter Hex, Digga. Sturmwaffel schwul. Yes. Nochmal eine 5. Scheiße. Hey, ich guck noch. Achso, ja, weil du erster wurdest. Hätte zwei Felder mehr sein können. Müssen. Können müssen. Ich hole auf. Ich bin ein Feld vor dem anderen. Das heißt, wenn jetzt. Nee, der Typ ist vor mir. Pro-Gamers. Nee, wir sind auf dem gleichen Feld. Wenn Pro-Gamers jetzt gewinnt, je nachdem, was es für ein Game ist, und gut würfelt. Hab ich verkackt. Du. Oh nee. Oh nee. Was ist das? Das ist da. Ach, nach oben springen, ja? Mit dem Plan. Nee. Ey, ich hab mich immer noch verschluckt. Das ist richtig schlimm. Hex wegen verschluckt. Ey, wo. Hä? Nee, er ist im Creative. Er guckt zu. Achso. Der Typ, der da oben rumfliegt, wenn du und das. Und auf Orange kann man springen, gell? Ja. Genau. Nein! Oh, doch, gerade so blöd. Okay, warte. Boah, wenn man das probiert, wirklich ernsthaft zu zocken hier, dann. Nein, ich bin ganz runtergefallen. Wird's echt deutlich komplizierter. Bin wieder ganz runter. Makeable, Alter. Puh. Da war spannend. Aber so Pro Gamers ist auf 2. Jetzt muss ich wirklich gut würfeln, Stegi. Ich brauche jetzt 2 hohe Zahlen, weil er kann theoretisch noch rüberkommen, wenn ich mich verwürfel. Ich kann mir mal vorstellen, dass er genauso gut würfeln kann wie du. Ja, auf jeden Fall. Der ist ja auch direkt immer mit ganz vorne. Jetzt komm. Da ist die 5 auf jeden Fall. Da muss er jetzt schon 6. gut gewürfelt haben. Nochmal eine 5. Ah, ich müsste mehr gehabt haben. Der kann auch eine 10 gewürfelt haben. Dann ist die Frage, wie das ausgewürfelt gewürfelt wird. Dann hat er gewonnen, sag ich. Ja! Oh, okay. Woo! Ja, GG, Alter. Wie viel wurde ich? Das kann ich nicht mal sehen, Mann. GG, auf jeden Fall. Ey, das war richtig krass. Jetzt, Moment, ich muss mal kurz mit meinen Groupies hier ein bisschen rummachen. Oh, nein. Warum verfolgen die alle Ariel? Was ist los hier? Hallo, Leute, ich hab gewonnen, ey. Leute! Alter, Anja! Anja wird richtig geslammt von den Groupies. Was ist los? Na gut. Also, ja, GG. Wir haben jetzt unsere super Abmoderation wieder. Stegi und ich mögen euch sehr gern. Wenn euch dieses Video darum gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Das würde mich und den Herr Stegi sehr, sehr freuen. Wenn ihr nachher, beziehungsweise jetzt, nichts zu tun habt, könnt ihr auch sehr gerne einfach mal beim Stegi vorbeigucken. Das ist der erste Link in der Beschreibung. Denn da nehmen wir jetzt auch noch eine Runde höchstwahrscheinlich auf. Und da können wir dann ja auch mal gucken, wer da gewinnt. Und ja, Stegi vorbeigucken, Video liken. Habe ich was vergessen, Stegi? Nee. Vielleicht noch so ein... Kauft meine Shirts. Kauft Stegis Shirts. Die nicht existieren. Kauft Tims Shirts. Kauft meine Shirts. Kauft die Shirts von Herr Bergmann und Paluten. Und der Rest eigentlich ziemlich kacke, Leute, das würde ich überhaupt nicht kaufen, ey. Nein, den Rest natürlich auch. Sendet Liebe in die Welt. Keine Ahnung, ich habe keine... Tschüss!